Sebastian Lege lüfte das Oreo-Geheimnis. Pflanzenfett? Und das nicht zu wenig? Er zeigt, wie der Keks mit günstigen Zutaten und perfektem Marketing zum beliebtesten Keks der Welt wurde. Herzlich willkommen in meinem Oreo-Kreativlabor. Hm? Wir machen jetzt mal Designer-Oreo-Kekse. Ja, der erfolgreichste Keks der Welt besteht wirklich nur aus Mehl, Zucker, Glukosesirup, ein bisschen Backtriebmittel, ein bisschen Öl, Kokosfett, so, ein bisschen Sojalecithin, dass das Luftige vom Keks auch erhalten bleibt. Und ganz wichtig, ja? Vanillearoma, blub. Dann Butteraroma noch dazu. Zack. Jetzt wird's bunt. In diesem Teig steckt garantiert nichts Frisches drin, egal was auf der Packung steht. Der Geschmack kommt von zugesetzten Aromen, Farbstoffe sorgen für die passende Optik. Denn Oreo-Kekse gibt es schon lange nicht mehr nur in Schwarz. Ach, Backen ist so schön. Dieses Ausrollen. Das macht mir so viel Spaß. Produktentwickler Sebastian Lege sehnt sich nach den Maschinen der Industrie. Für seinen nachgebauten Oreo-Keks muss er jeden Arbeitsschritt per Hand machen. 14 Minuten kommen die Kekse in den Ofen bei 180 Grad. Aber was macht diesen Schokokeks mit Cremefüllung so beliebt, dass Menschen auf der ganzen Welt verrückt danach sind? Ich zeig dir jetzt mal, wie man einen Oreo-Keks isst. Zuerst drehst du ihn auf, dann legst du ihn ab, dann tauchst du ihn ein. Oreo-Werbung setzt weder auf Geschmack noch Gesundheit, sondern auf die Art, wie er gegessen werden soll. Ja, sehr dunkel, mit Logo. Dann soll er hier eingetunkt werden. Ich verstehe aber immer noch nicht, warum. Das ist so ein Ami-Ding, oder? Ah, jetzt verstehe ich's. Der löst sich komplett auf. Boah, ist das süß. Zuckersüß und kunterbunt. Neben dem Original bietet Mondelez den Keks in ganz vielen Geschmacksrichtungen an. Ach, gucke, die gibt's doch ohne Kakao. Na, ihr Kleinen, wart ihr nicht in der Sonne? Kekse sind fertig. Schnell, 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 schnell. Nur solange der Teig warm ist, ist er noch weich genug, um die Kekse mit ihrem berühmten Muster auszustechen. Diese verflixte Oreo-Form. Unsere Form ist eine Stanzform. In der Fabrik ist es eine Walzenform. Der Teig wird in einer Endlosrolle ausgerollt und die Walze fährt da drüber. Und dann hat das eine kleine Verzahnung und dadurch, dass es eine Walze ist, geht das gleichmäßig immer rein und raus, rein und raus. Und dementsprechend haben die ein perfektes Muster, was bei meiner Konstruktion nicht so ganz funktioniert hat. Das filigrane Muster der Oreo-Kekse ist per Hand schwerer herzustellen als gedacht. Sebastian Leges Nachbauten müssen deshalb ohne auskommen. Den selbstgemachten Oreo-Keksen fehlt jetzt noch die milchig-weiße Füllung. Was soll mir diese weiße Creme sagen? Mit toller Milchfüllung? Cremefüllung. Ha! Da ist nicht ein Tropfen Milch drin. Und trotzdem hat Mondelez es geschafft, dass Milch und Oreo im Kopf der Verbraucher zusammengehören. Obwohl sie nicht das Geringste miteinander zu tun haben. Ja. Diese wunderbare, weiße, cremige Füllung, wo jeder drauf abfährt. Pflanzenfett. Und das nicht zu wenig. Wird aufgeschlagen. Wir brauchen ja Luft und Volumen. Luft. Kaum zu glauben. Die Creme, nach der die ganze Welt verrückt ist, besteht vor allem aus Fett und Zucker.
Das muss richtig schön fein sein, damit das Fett den Zucker sofort schluckt und wir eine homogene Masse bekommen. Jetzt, ja, Vanillearoma, das reicht. Prise Salz in unseren Rührapparat. Früher steckte in der Creme tatsächlich mal echte Milch, bis Produktentwickler von Mondelez die Rezeptur änderten. Seitdem sind die Kekse noch günstiger herzustellen. Das Oreo-Geheimnis, keine Milch. Viel Fett, viel Zucker und leckeres Vanillearoma. Oreo setzt weltweit auf Vielfalt. Den Geschmack der weißen Creme verändert Mondelez mit Hilfe von Aromen. Auch den Keks gibt es in wechselnder Optik. Oreo setzt auf Farbstoffe, um die Kekse in bunten Varianten auf den Markt zu bringen. Ich finde sie schick. Zwar ohne Muster, aber geschmacklich 1:1. Wissen Sie, was passiert, wenn man meint, Keksdesigner sein zu müssen? Tja, ein bisschen verwogen. Sebastian Lege hat dann doch zu viel Farbstoff in den Teig gemischt. Sein Nachbau gleicht ansonsten dem Original. Oreo-Kekse werden aus billigsten Zutaten hergestellt. Fett, Zucker, Farb- und Aromastoffe. Milch wird schon lange nicht mehr verwendet, auch wenn die Verpackung dies durchaus nahelegt. Stattdessen investiert Mondelez viel Geld in das Marketing für seinen Keks. Weltweit setzen Spots auf den Spaß beim Essen. Wenn Sie interessante Geschichten schon selbst erfinden oder darstellen als Unternehmen, wie man einen Keks zu sich nimmt, imitieren das zum Teil Verbraucher, machen das nach und erfinden neue Geschichte. Das heißt, Sie haben geschafft, eine Interaktion mit Ihren Verbrauchern hinzubekommen, weil die den Keks so toll finden. Und das sind Ihre extrem loyalen Fans. Und ein Blick zu YouTube zeigt, Oreo beherrscht seine Fans wie nur wenige andere Marken. Überall auf der Welt investieren Menschen ihre Freizeit, um Videos zu produzieren, in denen es irgendwie um Oreo geht. Zur Belohnung gibt es Klicks und Likes von anderen Fans. Damit der Fangemeinde die Gesprächsthemen niemals ausgehen, setzt Oreo auf streng limitierte Sondereditionen. Die Game of Thrones Edition, natürlich in Schwarz. Oder deutlich bunter, die Lady Gaga Edition. Oder auch die NBA Edition. Immer sind sie nur für kurze Zeit und in begrenzter Zahl erhältlich. Das ist der älteste Marketingtrick der Welt, Verknappung von Angebot. Das kommt sehr gut rüber, sehr begehrlich, knapp aus Verbrauchersicht. Und damit ist die Marke Oreo natürlich auch sehr stark wieder im Bewusstsein der Verbraucher. Und ist ein ganz wichtiger Grund, warum wir eine entsprechende Marke kaufen. In einem Supermarkt in Düsseldorf möchte Sebastian Lege herausfinden, was Verbraucher von Oreo-Keksen halten. Er trifft sofort auf Fans. Oreo-Kekse sind lecker. Ja, kennst du? Ja. Magst sehr, du? Sehr bekannt. Sehr gerne. In sehr allen Variationen gerne. Und in vielen Formen. Also ich kaufe die, weil meine Tochter die liebt. Die Tochter liebt? Ja. Aber wie verrückt dürfen die Kreationen sein? Wir machen ein bisschen Bilderrätsel. Ich zeige jetzt mehrere Bilder von einem ganz beliebten Produkt. Und dann sagen Sie mir, welches davon gibt es zu kaufen und welches habe ich mir einfach mal so ausgedacht. Wie wäre die Pina Colada Edition? Ließe sich wirklich so ein Oreo-Keks verkaufen? Den fände die super. Den fände die super? Den fände die super. Klingt sehr fruchtig, kann ich mir sehr gut vorstellen, tatsächlich. Ja. Das könnte so eine Sommeredition sein. Ja. Ja. Und was ist mit dieser Sorte? Honigmandel? Würde ich essen. Ich sag ja. Ja. Und wie sieht's aus mit Schwarzwälder Kirsch? Ja, könnte eine Variante sein. Könnte eine Variante sein. Klingt sehr verlockend. Sehr verlockend. Mit Kirschen sehr gut, ja. Ja? Ja. Ich hoffe, die gibt's. Toll, oder? Ja, absolut. Sebastian Lege kann vorschlagen, was er will. Seine Gäste lieben Oreo, egal mit welchem Geschmack.
Was macht diesen Oreo-Keks so besonders? Also wenn ich meine Tochter beobachte, die nimmt den, die dreht den auseinander, die leckt da diese Creme innen drin raus. Was ist für eine Creme? Was meinen Sie, was ist das? Keine Ahnung, Milchcreme. Hat nichts mit Milch, der Keks ist vegan. Nee. Ist ein reines Fettgemisch. Was ist denn das für ein Fett, was die da... Palmfett. Ja, wenn die das weiß, dann ist die raus. Die lutscht immer schön hartes Fett. Vielleicht mal sagen, ich habe da jemanden getroffen im Supermarkt, der hat mir was über deinen Lieblingskeks erzählt. Liebe Grüße an die Tochter. Vielen Dank, dass Sie mitgemacht haben. Gerne. Hey, und wenn euch unsere Videos gefallen und ihr nicht genug kriegen könnt von unserem Besseresser, dann gibt es hier noch mehr Videos. Und lasst doch mal so einen Abonnier-Button da. Ich würde mich freuen. Bis bald.